Im PythonPart-Editor wird eine Stütze erstellt. Zuerst wird der Referenzpunkt gesetzt auf Globalkoordinate 000 oder an andere benötigte Koordinate. Mit Delta-Punkt wird weitergearbeitet. In der Geometrie wird eine Stütze ausgewählt. In der Oberfläche kann man dann die entsprechende Oberfläche wie den Sichtbeton auswählen und dann die Stützengeometrie noch ein wenig einstellen. Zum Beispiel die Höhe auf 6,50 Meter. Dann wird das geschlossen und man kann hier etwas vergrößern und dann weitere Bauteile einbauen. Zum Beispiel ein Fundament. Mit den entsprechenden Fundamentquerschnittswerten kann man das einbauen und schließen. Dann kommt noch eine Konsole dran mit den entsprechenden Werten, einseitig oder zweiseitig. Jedenfalls kommt die Konsole auf eine entsprechende Höhe mit einem Z-Wert und die Geometrie wird auch entsprechend angegeben, 0,4 Länge auf 0,4 Breite, zum Beispiel bei einer Höhe auch von 0,4 mit einer Wute von 0,1. Dann sieht man, wie die Konsole hier liegt und die Breite muss noch passend zur Stütze ein wenig angepasst werden, samt X-Exzentrizität, um die Konsole an der Stütze entsprechend zu platzieren. Auch das wird dann geschlossen, dann kann noch ein Stützenkopf mit dazu definiert werden. Vom Typ her als einer dieser Typen, hier das Gabelauflager mit einem Winkel entsprechend gedreht und auch mit der Geometrie zum Beispiel einer Höhe von 0,8. Wenn das soweit eingebaut worden ist, wird das geschlossen und man muss das alles am Ende nur noch abspeichern. Zum Beispiel als Stütze 03. Schließen. Und dann kann das auf einem anderen Teilbild mit dem E-Interpreter weiter verwendet werden. Im PythonPart Interpreter werden dem PythonPart Editor erzeugten Bauteile genutzt. Wenn man das aufruft, kann man an entsprechender Stelle das PythonPart hier die Stütze 03 laden und platzieren. So kann man diverse Greifer nutzen, um das Bauteil in der Höhe zu modifizieren oder hier das Menü nutzen, um das Bauteil hier in der Höhe genauer anzupassen, wie die Stütze selbst, das Fundament zum Beispiel ein bisschen länger machen oder auch die Konsole in der Höhe nochmal anpassen, um die Stütze entsprechend zu beeinflussen.